Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Ich bin Emily und studiere im letzten Semester Psychologie. Ich habe mich gefragt, warum schaffen es manche Menschen, diese Krise für sich zu nutzen? Was genau macht sie aus? Haben sie besondere Strategien? Und wie beeinflusst sie ihr Umfeld? Ich werde mich mit Menschen unterhalten, die mit der Krise besonders umgehen, um herauszufinden, was sie gemeinsam haben und was wir alle daraus lernen können. Der Mensch, mit dem ich auch sonst viel spreche, aber besonders jetzt, ist meine Mutter. Sie ist Ärztin und Psychologin und arbeitet international als Coach. Gemeinsam mit ihr werde ich meine Beobachtungen aus den Interviews reflektieren. Mein erstes Gespräch führe ich mit Max. Da ist Max. Hallo. Max hat eine eigene Bierbrauerei und Veranstaltungsort in Kiel. Genau, also ich bin Max und habe 2015 zusammen mit meinem Kollegen Florian Lillebräu gegründet. Das ist eine Craft-Bierbrauerei in Kiel. Mhm. Die Brauerei hat sozusagen einmal produziert sie Bier, was wir in Flaschen abfüllen. Also haben wir ein normales Supermarktgeschäft. Hat aber auch einen Schankraum und dieser Schankraum ist eigentlich so in dem letzten Jahr zu Kulturzentrum geworden und wir machen halt viele Events. Mhm. Videogeschichten, Pubquiz, Konzerte des Philharmonischen Orchesters, Sportturniere, Spieleabende. Die 30 Hilfskräfte, die wir haben, die sind komplett nach Hause geschickt worden, was natürlich also super wehtut, ne? Dass du irgendwie ja. So eine gute Crew hast. Ja. Die irgendwie eine Woche vorher feiert man noch zusammen und sagt yes. Und eine Woche später ist einfach alles sozusagen nach Hause geschickt und auch die ganze Belegschaft. Bei Max ist mir gerade besonders aufgefallen, dass obwohl momentan ja extrem viele Einschränkungen und gerade in seinem Bereich ja quasi alles lahmgelegt ist, er die ganze Zeit weiter nachdenkt. Ja, wir haben tatsächlich ziemlich schnell umgeschaltet und sozusagen raus aus dem Jammern hin zu, okay, was kann man jetzt machen, was haben wir noch? Dann haben wir als allererstes so eine Rettungsbox zusammengestrickt, irgendwie einen Kasten Bier zusammen mit unserem Bierbrand und haben den Schnaps rausgebracht und dann haben wir einen Werksverkauf eingerichtet, dass wir gesagt haben, okay, wie können die Leute jetzt kontaktlos bei uns Bier bestellen und haben so ein Bier-Drive-In. Das heißt, die Leute fahren mit dem Auto rein auf unserem Innenhof. Dann werden sie an dem einen Schalter gefragt, was sie haben wollen, bezahlen, kriegen ihr Ziel. Der hat sich gar nicht davon einschränken lassen, was es für Einschränkungen gibt. Er hat sich natürlich an die Regeln gehalten, aber hat sich mental davon nicht einschränken lassen. Was macht er da? Man könnte ja auch in Schockstarre verfallen. Wobei das im ersten Moment ja doch auch eine Reaktion ist, die fast jeder Mensch hat, aber je nachdem, wie lange man da drin verharrt, ist so deren Verhalten eben sofort nach irgendwelchen Schlupflöchern zu suchen. Und Leute, die gut durch die Krise kommen, die suchen sich natürlich irgendwo Möglichkeiten, wo sie Einfluss nehmen können. Also wo sie sich selbst dann wieder als selbstwirksam empfinden. Selbstwirksamkeit ist im Prinzip die Einschätzung der eigenen Kompetenz, etwas umsetzen zu können. Selbstwirksames Denken oder Handeln lernen wir bereits als Kind. Zum Beispiel durch eigene Erfolgserlebnisse oder durch erfolgreich handelnde Vorbilder. Verhaltensforscher sagen, Kinder sollten schon früh lernen, dass sie trotz Einschränkungen selbst viel bewirken können. Warum? Menschen beginnen in den meisten Fällen eine Handlung nur dann, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie auch erfolgreich ausgeführt werden kann. Ohne Selbstwirksamkeitswahrnehmung fehlt uns diese Überzeugung und Intentionen werden nicht zu Handlungen. Selbstwirksamkeit ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um das Gefühl zu haben, dass du das Leben meistern kannst, dass du selber einen Einfluss hast. Also ein ganz wunderbares Mittel gegen ein Ohnmachtsgefühl. Er hat eben nicht geklagt, er hat ganz wenig darüber gesprochen, was jetzt auch an finanziellen Einbußen bei ihm oder zumindest Kollegen aus der gleichen Branche entsteht. Würde ich auch für einen gesunden Mechanismus halten, der wirklich hilfreich ist in einer Krise. Also wenn du die Gefahr dauernd anguckst und irgendwie denkst, da kommt eine große Bedrohung auf mich zu, dann verfällst du nämlich genau in Schockstarre. Ja? Also Verdrängung ist ja ein gesunder Mechanismus, wenn er kurzfristig
ausgeübt wird. Wenn das über lange Zeit kommt, deshalb sagen wir mal, das ist ein Verdränger, also das wird ja immer negativ belegt. Aber wenn jemand in einer Krise die Gefahr, auf die er keinen Einfluss nehmen kann gerade, nicht ankommt, sondern einfach handelt, ja, dann ist das gesund. Also ich glaube, es ist einfach die Zeit, wo man nicht als erstes auf den Profit und so achten muss, sondern dass man vielleicht erstmal guckt, so wie kann man jetzt so vielen Leuten wie möglich helfen. Mhm. Und das sozusagen im ganz Kleinen, also vom Kleinsten, ne, also vom bring den Nachbarn mal was mit, bis hin zu, hey, dem geht's gerade schlecht, aber da ist gerade jemand. Die andere Sache, die mir besonders bei ihm aufgefallen ist, ist, dass er ganz viel sich auch um sein Umfeld in Kiel kümmert. Also er hat es ja wirklich geschafft, dass er einen Großteil der Szene scheinbar mit integriert hat. Wir haben jetzt inzwischen, ich glaube, fast 70 Kieler Gastronomen, die jetzt von uns ein eigenes Etikett mit ihrem Logo haben. Und dann können die Leute sozusagen entweder ihren Lieblingsladen als Sechserträger bestellen oder so einen Mixkasten, wo einfach random 18 Gastronomen drin sind. Und die Hälfte der Einnahmen gehen dann in einen solidarischen Topf, der unter den Gastronomen aufgeteilt wird. Jetzt haben wir so 20.000 Euro für die Gastronomie sozusagen als Spende damit erwirtschaftet. Aus dieser Idee ist halt so viel jetzt in die Stadt drüber geschwappt an positiven Energien und sozusagen einfach so ein Ruck, dass man jetzt sagt, okay, wie wenn wir alle zusammenhalten und man seinen Nachbarn unterstützt und so ein bisschen guckt, wie kann man dem Nächsten auch helfen durch die Krise, ja. Dann ist halt die Grundstimmung. Empathie zu geben, also für den anderen irgendwie auch mitzufühlen und zu gucken, wie geht's dem denn, das gibt uns selber was. Ja, also es gibt uns selber auch wieder die Wärme vom anderen zurück, aber auch ohne, dass der darauf reagiert. Gibt es uns einfach ein Gefühl von wichtig sein, von helfen können, von eben wieder von Einfluss nehmen können. Unsere Gesellschaft macht uns sonst ja häufig vor, dass wir das gar nicht mehr brauchen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das könnte auch eine gute Erfahrung jetzt in der Krise sein, dass dieses, da wo Zusammenhalt plötzlich entsteht und wo man auch dem anderen gegenüber mal empathisch sein kann oder mal was abgeben kann, alle diese Werte, dass die plötzlich wieder erlebt werden. Und als was Positives erlebt werden, vielleicht ein Stück weit mit hinausgetragen werden. Und das ist halt ganz schön, weil wir jetzt irgendwie mit so vielen Betrieben hier in Kiel so eine Einigkeit oder so eine Stimmung in die Stadt gebracht haben und einfach dieser Kerngedanke, ja, Unterstützung jetzt sozusagen dadurch in die Welt, also sozusagen in unsere kleine Kieler Welt gekommen ist. Super. Hörst du mich? Ja, ich höre dich super. Du mich? Ja, warte mal kurz. Hi erstmal. Ja, wollen wir direkt anfangen? Ja, I'm ready. Ich bin das erste Mal, seit wir zusammen sind und das erste Mal, seit wir auch hier bei uns zu Hause in unserem Haus wohnen, seit 3 Jahren, länger als 2 Wochen am Stück zu Hause. Inzwischen sind es ja sogar 4 Wochen. Und ja, Deswegen habe ich auch schon so diverse Gefühlswelten durchlaufen. So, Mama, ich habe gerade... Halt. Ja. Nicht Mama nennen. Okay, nochmal. Nicht Mama nennen. Cut. Wir wissen alle, dass wir Mutter und Tochter sind. Aber ich muss sie trotzdem nicht Mama nennen. Wer weiß das alles? Die Welt, wenn sie uns sieht. Okay.